Hallo. Hallo. Antonia Verhaag, wir hatten telefoniert. Ah, wegen dem Prinzessinnenkostüm. Genau. Hier entlang. Schau mal, wie schön. Oh, Maki, Sundor. So wonderful. May I put them on? If you like. Ja, solange sie keinen flotten Walzer aufs Parkett legt, ist es okay. It's okay. Keine Sorge. Wir machen langsam. Slowly, Suri, okay? Danke. Niemals den Staub auf den Regalen. Weiß man's? Zu sauber ist auch verdächtig. Es muss nicht alles perfekt sein, das hat Frau Breuer selbst gesagt. Okay, wie du meinst. Das wird schon. Ich muss los. So, jetzt reicht's. Ich bin doch nicht so eine beknackte Putzschlampe. Klar bist du eine Schlampe, wenn du alles unters Bett schiebst. Leck mich doch. Selber. Hey, gut. Jetzt hör mal auf. Willst du hierbleiben oder willst du zurück ins Heim? Sie kapiert's einfach nicht. Mann, Capito. Wenn die mir jetzt auch noch in Schule kommt, dann kann die mich mal. Du weißt doch gar nicht, wie die Schule hier ist. Das sind ganz andere Lehrer. Kacklehrer sind Kacklehrer. Hör auf jetzt. Mann, Schule ist einfach voll für den Arsch. Hallo zusammen. Nina ist echt nett. Sie arbeitet in einem Kaufhaus als Einkäuferin. Sie versteht ziemlich viel von Mode. Und außerdem hat sie einen Hund, der heißt... Stopp. Okay, hast recht. Soll sie dir alles selber erzählen? Was hast du eigentlich für mich? Hallo, Heidi. Hallo. Ich meine, ich weiß, ich bin ein bisschen speziell. Kein Problem, wenn du niemanden gefunden hast. Natürlich hat mich jemand für dich, Heidi. Und? Kennst du ihn gut? Das wird noch nicht verraten. Wie heißt er? Heidi, bitte. Okay. In einer Stunde. Willst du denn so schnell noch ein Date für sie herzaubern? Tolle Frau, oder? Wie bitte? Hast du heute schon was vor? Und du willst also nicht mehr zur Schule gehen? Vergessen Sie, es ist nicht mein Ding. Aber du weißt schon, dass es sehr schwer ist, ohne Schulabschluss Arbeit zu finden. Und irgendwann wirst du deinen eigenen Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich komme auch so durch, ja? Ich habe auch die Schule geschmissen und mich auf der Straße rumgetrieben, aber irgendwann habe ich es kapiert. Was? Dass man für sich selbst Verantwortung übernehmen muss. Und was ist dann passiert? Dann habe ich eine Stelle bei Frank Tippers bekommen. Habe eine Lehre als Kfz-Mechaniker gemacht und jetzt bin ich sein Partner. Aber vielleicht liegt das in der Familie. Autowerkstatt ist ja auch ein bisschen geiler als Schule. Okay, dann hilfst du mir in der Werkstatt. Und wenn ich meinen Meister habe, dann könnte ich sie sogar ausbilden. Aber lesen und schreiben solltest du schon können. Ey, bist du doof? Natürlich kann ich schreiben. Du kannst ja noch nicht mal lesen, was du selbst geschrieben hast bei deiner Klaue. Also es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn sie nicht gewährleisten können, dass die beiden Mädchen in die Schule gehen und einen Abschluss machen... Ja, okay. Ich hab's kapiert. Schule oder Heim. Ich kann mir den Laden ja mal angucken. Jetzt du. Für mich? Nein. Ach komm, sei kein Spielverderber. Toni, ich kann das nicht. Ich bin hier nur der Aufpasser. Du wirst umwerfend darin aussehen. Please, Dr. Nick. Hm.
perfekt zu deinem Kostüm. Hilfst du mir mal bitte? Ja, lassen Sie den Leibarzt ran. Das haben wir gleich. Da schaue ich immer als erstes nach. Was hab ich gesagt? Mann, cool bleiben. Es waren nur ein paar Socken unterwegs. Ja, und ein paar alte Handtücher und alte Schuhe und Colaflaschen. Aber sonst war alles in Ordnung. Kann ich mit eurem Bruder jetzt noch ein paar Worte alleine sprechen? Erzähl keinen Scheiß. Danke. Herr Kolbe, das ist ja nicht Ihre erste Vormundschaft, wie ich in den Akten gelesen habe. Ja, ich hatte Robbie, den kleinen Bruder meiner Freundin Doro. Nach Ihrem Tod haben Sie die Pflegschaft für Luke Robin übernommen. Mhm. War nicht immer ganz leicht mit Rob. Aber ich habe bestimmt auch eine Menge Fehler gemacht. Aber bei den Zwillingen wird mir das nicht wieder passieren. Ich meine, man lernt doch aus seinen Erfahrungen, oder? Ja, ich selbst hatte auch nicht immer alles im Griff früher. Ich war drogenabhängig. Aber das ist jetzt wirklich schon eine Weile her. Ich bin froh, dass Sie von sich aus Ihre Vorgeschichte ansprechen, Herr Kolbe. Wie Sie sich vorstellen können, steht das auch alles hier in den Akten. Es ist natürlich klar, dass wir das berücksichtigen müssen. Könnten Sie dann heute Nachmittag mit den beiden Mädchen im Jugendamt vorbeikommen? Ja. Nach der Besprechung mit den Kollegen wissen wir mehr. Okay. Auf Wiedersehen, Herr Kolbe. Bis später. Also wir zwei sind ältere Schulfreunde und haben uns seit längerem nicht gesehen. Weil ich eine Weltreise gemacht habe. Okay. Genau. Mehr musst du auch nicht wissen. Heidi weiß auch nicht mehr über mich. Mhm. Darf es ein Aperitif sein, ein Prosecco? Oh, prima Idee. Kommt sofort. Was hältst du uns ein bisschen ein? Hallo, ich muss schon sagen, Heidi hat mich übertrieben. Freut mich, ich bin Carlos. Das ist Nina. Du bist Carlos. Und Heidi hat mir schon viel von dir erzählt. Ich hoffe nur Gutes. Hallo, ich bin Klaus. Ich bin ein alter Schulfreund von Carlos. Ja, seit meiner Weltreise haben wir uns zwar aus den Augen verloren, aber jetzt bin ich hier wieder da. Weltreise? Das ist ja interessant. Freut mich, ich bin Heidi. Tja, ich empfehle Ihnen eine Stefano-Spezialität, Linguine alla Casanova. Für alle vier? Ja. Ja. Und für euch noch zwei Prosecco? Gerne. Ja. Wunderbar. Petra, zwei Prosecco noch. Ja.